Über die Frage, ob nun die Katze oder doch der Hund der beste Freund des Menschen ist, lässt sich bekanntlich streiten. Dass man diese Fragestellung aber auch aus der umgekehrten Perspektive sehen kann, beweist seit vielen Jahren das Tierheim Adamhof in Straß, wo das sehr engagierte Team Tag für Tag aufs Neue zum besten Freund unserer geliebten Vierbeiner wird. Nach diversen baulichen sowie strukturellen Neuerungen eröffnet der Adamhof neu. Also wir haben das Haus komplett, also durchgereinigt und alles renoviert, was zu renovieren war, natürlich. Und also zwei Handwerker haben da jetzt monatelang durchgearbeitet. Und für die Hunde haben wir den Bereich ein bisschen heller gestaltet und angenehmer, ein bisschen größer. Eine große Herausforderung, die uns noch bevorsteht, ist die ganze Katzenstation, also die Katzenkäfige. Wir haben jetzt ein System, da sind es so wie Hasenkäfige, die sind so engmaschig, also enge Eisengitter, die sehr, sehr schwer zu reinigen sind und die kommen also für eine Quarantäne, Katzenquarantäne normalerweise gar nicht mehr in Frage. Und das würde man gern verändern, das kostet relativ viel Geld, das ist uns jetzt aber sehr schwer möglich ohne Unterstützung, weil wir durch die Vorgeschichte finanziell sehr belastet sind. Dass der Adamhof eine hohe Wichtigkeit für die gesamte Südsteiermark hat, zeigten nicht nur die vielen Besucher bei der Neueröffnung, sondern auch die hohe politische Präsenz. Neben dem steirischen Landesrat für Tierschutz haben sich auch die Bürgermeister von Leibnitz und Straß den Adamhof neu angeschaut. Für uns als Stadt oder generell, glaube ich, für jeden Bürger ist es wichtig, dass eine Ansprechperson da ist. Bei uns wird ja oft angerufen, es ist ein Tier aufgefunden worden oder ein Tier verletzt worden, wo geht man hin damit? Und dann dürfen wir es daher verweisen, das wird immer gut behandelt. Also für uns eine ganz wichtige Anlaufstation. Ja, die Einrichtung ist enorm wichtig. Wir wissen ja, dass der Adamhof das einzige Tierheim im ganzen südsteirischen Bereich ist, also die Bezirke Südoststeiermark, Leibnitz und Deutschlandsberg abdeckt. Und wenn man weiß, wie viele Tiere hier aufgefunden werden und zurückgelassen werden und die eine Heimat dann finden im Tierheim Adamhof, dann kann man auch die Bedeutung abschätzen. Eine gemeinnützige Organisation wie der Adamhof, der dort zu helfen beginnt, wo für viele unschuldige Vierbeiner die Hilfe aufhört, kann jede Unterstützung gebrauchen. Dabei geht es nicht nur um Tierfutter, sondern auch um andere Mittel. Futter natürlich. Am schönsten ist es, wenn ich das so sagen darf, am schönsten ist es, wenn sich jemand bei uns vorher meldet, weil wir viele Dinge brauchen, die uns wirklich unterstützen. Das können auch oft auch Putzmittel sein. Also da verbrauchen wir große Mengen und es ist nicht immer nur das Futter oder das eine Futter, weil wir brauchen dann Babynahrung und es sind verschiedene Dinge zu verschiedenen Zeiten. So wie jetzt kommen nachher die Katzenbabys wieder, dann brauchen wir andere Dinge als im Winter. Also wenn sich jemand bei uns vorher rührt, das wäre genial. Nach einem Rundgang durch den neu renovierten Adamhof wurde im Kultursaal Straß der neue Vorstand präsentiert. Dabei wurde nicht nur eine Vorschau auf kommende Projekte gewährt, sondern auch der verstorbenen Obfrau Silvia Graber gedacht, die das Tierheim im Jahr 2008 gründete und sehr viel Herzblut in dessen Aufbau steckte. Auch in ihrem Sinne darf gehofft werden, dass der Adamhof auch in Zukunft hilflosen Vierbeinern ein Zuhause bietet und dass jeder einzelne Südsteirer mit seiner noch so kleinen Unterstützung vor allem eines zeigt: ein Herz für Tiere.